Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier in dieser Schule sprechen darf. Ich komme oft in diese Gegend. Schon 15 Jahre komme ich jedes Jahr nach Deutschland von Washington und spreche in Schulen und abends meistens in einer Kirchengemeinde. Und meine Lebensgeschichte ist auf einem Stick. Die ganze Lebensgeschichte, das ist ein Wunder. Man kann sie alles auf einen Stick tun. Eine jüdische Jugend im Dritten Reich, es war eine sehr kurze Jugend, Jahrgang 30. 1936 in die Schule gegangen, Volksschule. Soll das mehr Licht reinkommen oder können die anderen das sehen? Es soll dunkel bleiben. Es ist wegen der Kamera, die haben zu wenig Licht, Herr Mayer. Also, gucken mal, dass wir es hinkriegen. Und 2 Jahre in die Volksschule und dann ausgewiesen und dann 2 Jahre in der jüdischen Schule in Freiburg. Dann kam der 22. Oktober 1940 und alle Juden in Baden wurden nach Frankreich deportiert. Nicht Hessen, nicht Bayern, nicht von Preußen, nur Baden. Das ist an einem Tag geschehen. Also, wir fangen mit dem ersten Bild an. Ja, kaum zu sehen. Also, das ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Der Großvater meines Vaters sitzt hier auf einer Treppe. Er war Bäckermeister in Diersburg, das ist in der Nähe von Offenburg. Und er war Bäckermeister und hat eine Bibel hinterlassen, die wir geerbt haben. Nächstes Bild. Ja, eine Bibel. Eine Seite ist auf Hebräisch, auf Latein, dann etwas Griechisch. Die Bibel selbst ist auf Hebräisch. Es gibt sogar eine Seite auf Arabisch. Die Bibel ist in den Niederlanden 1662 gedruckt. Weiter. Und hier hat er geschrieben, diese Bibel, diese 5 Bücher Moses gehören dem Zadok Meyer, Bäckermeister, Diersburg bei Offenburg 1854. Ja, ich habe diese Bibel Verwandte in Texas geschenkt. Und jetzt ist sie in Houston, Texas. Wir hatten immer Verwandte in Texas. Ich werde noch mehr von den Texas-Verwandten erzählen. Weiter. Ja, und das ist die Titelseite auf Hebräisch. Und wie ich sagte, auch eine Seite auf Arabisch. Weiter. Und das könnt ihr das Bild hinten sehen? Das ist mein Vater im Ersten Weltkrieg. Er hat gedient wie andere jüdische Männer in Deutschland, aber Dienst für das Vaterland hat nicht gegolten. Die ehemaligen Kriegsteilnehmer wurden doch verfolgt. Das spielte keine Rolle. Weiter. Und hier ist er mit seinen Kameraden wieder. Ihr habt ähnliche Bilder zu Hause von euren Großvätern, bestimmt. Weiter. Wir haben so viele Bilder, ich mache immer weiter. Ja, meine ganze Lebensgeschichte in 60 Minuten. Ja, weiter. Das war unser Haus in Kippenheim. Kippenheim, wenn ich in Hamburg spreche oder Berlin, die haben keine Ahnung, wo Kippenheim ist, dann sage ich, nur ein paar Kilometer vom Rust, vom Europapark. Dann wissen sie alle, haben sie ein Navi im Kopf und wissen, wo Kippenheim ist. So hat das Haus früher ausgesehen in den 20er Jahren, 30er Jahren. Und wenn ihr nach Kippenheim kommt, sieht das Haus genauso aus wie früher, hat kaum Änderungen gehabt. Und hier ist ein kleines Lädele, meine Mutter hat gehabt mit Lebensmitteln. Und hier sind Stoff im Fenster, mein Vater ist von Haus zu Haus gereist, besonders in
Schwarzwalden hat Stoff verkauft. Damals im Schwarzwald gab es keine Shopping Centers wie heute, Malls, Shopping Malls. Und so sind die Kaufmänner, Hausierer, wie man damals sagte, von Haus zu Haus gegangen und haben Stoff verkauft. Weiter. Und hier ist ein Bild von der katholischen Nähschule. Hier ist die Schwester. Hier ist meine Mutter. Ein jüdisches Mädchen in der katholischen Nähschule. Hier ein jüdisches Mädchen. Hier vielleicht noch andere, die ich nicht gekannt habe. Ich zeige das Bild, denn damals waren keine Religionsverfolgung. Man lebte friedlich miteinander. War kein Unterschied. Weiter. Und hier eine junge Gruppe jüdische Männer und Frauen außerhalb Kippenheim im Freien. Das ist der Onkel Zickele, der später von Deutschland fliehen konnte und kam nach Houston, Texas. Und hier ist mein Vater. Weiter. Noch mehr Bilder. Hier ist mein Vater wieder. Der Bruder meiner Mutter. Und hier ist seine zukünftige Braut, die Paula. Dann hatten sie einen kleinen Sohn, den Manfred. Wir werden gleich den kleinen Manfred sehen. Weiter. Das Verlobungsbild meiner Eltern in Kippenheim. Ihr habt zu Hause genau dasselbe, ähnliche Bilder. Könnt ihr mich hinten hören? Ja, gut. Ohne Mikrofon. Ja. Und das nächste Bild, bitte, das zeigt mein Vater bei der Hochzeit. Und hier geht er, das ist nicht die Braut, das ist die Cousine, die begleitet ihn zur Synagoge. Und hier stehen die Leute auf der Straße. Damals in den 20er Jahren eine Welt ohne Fernsehen, ohne Computer. Hier stehen die Leute. Wenn sie hier heute stehen würden, was hätten sie in der Hand? Ein Handy. Ich bin in einer Welt aufgewachsen ohne Handy. Kann man das vorstellen? Kaum. Nicht eure Generation. Die Eltern von Steve Jobs waren noch gar nicht geboren. Ja, ihr wisst, wer Steve Jobs ist, nicht wahr? Ja, weiter. Und dann Hochzeitsbild meiner Eltern. Hier, das ist der Vater meiner Mutter und die Oma und dann vom Vater die Eltern. Und hier ist der Sicker, der nach Texas ging. Die Eltern von dem kleinen Manfred, das ist nicht der kleine Manfred. Und das ist der Onkel Alfred, der in New York mit Pferden, Wagen, Flaschen verkaufte. Weiter. Und das ist eine große Familie in Kippenheim, die Familie Wertheimer. Nächstes Bild. Und das Bild ist aufgenommen am Bahnhof Freiburg 1934. Und hier ist meine Mutter, mein Vater und hier sind Verwandte aus Texas gekommen. Und dieser Wagen war ein Leihwagen von einer Reisegesellschaft und sie haben die Texas-Verwandte den Schwarzwald gezeigt. Und die Verwandte haben damals zu den Eltern gesagt, komm mit uns, geh aus Deutschland, es gibt große Judenhetze hier, was wollt ihr hier bleiben? Aber meine Eltern sagten, wie viele Leute, ach, die Zeit wird schon besser werden, vielleicht kommt ein anderer Politiker, nicht der Hitler wird nicht bleiben. Und wir bleiben hier, wir haben ein kleines Geschäft und ein Haus, aber viele Leute haben diesen Fehler gemacht und dann war es in ein paar Jahren zu spät, konnte man nicht mehr aus Deutschland wandern. Weiter. Ja, das ist der Onkel Alfred, der mit Pferden, Wagen durch New York für eine deutsche Firma reiste.
So hat es in den 20er, 30er Jahren in New York ausgesehen. Weiter. Und hier ist mein Bruder, der schon längst gestorben ist. Und hier bin ich. Und hier haben wir den kleinen Manfred. Der kleine Manfred lebt heute noch in New Jersey. Er hat ein Geschäft, Party Service. Ihr wisst, was Party Service ist. Der Manfred war ein ganz kluger Junge. Hier ist er wie alt. Ein Jahr alt, anderthalb Jahre alt. Er wusste schon damals, was er einen Beruf haben wird. Party Service. Denn er hat schon hier angefangen zu fressen. Und, das könnt ihr sehen. Ja, das war der kleine Manfred. Und heute macht er so weiter. Essen und Trinken in New Jersey. Party Service. Weiter. Ja, und hier bin ich und mein Bruder und diese zwei Frauen vom Schwarzwald. Die hat uns im Haushalt geholfen, die hat für die Oma gearbeitet. Gestern Abend habe ich in Kippenheim gesprochen. Und wer war da im Sitz, nicht weit von mir? Der Sohn von der Luise. Ja, von Generation zu Generation. Weiter. Ja, und die andere Frau, die links saß, die hat der Oma dieses Hochzeitsbild geschenkt. Sie kam aus dem Schwarzwald. Damals haben die Frauen im Schwarzwald, als sie heiraten, schwarz getragen, nicht weiß. Habt ihr das gewusst? Nein, ihr müsst das von jemand von Washington hören. Ja, Schwarzwälder Geschichte. Also weiter. Ist da zu viel Licht? Kann man das sehen wirklich? Es gibt zu viel Sonne hier oben. Ich hätte nachts kommen sollen. Ja. Hier, das ist der evangelische Kindergarten in Kippenheim. Hier ist der kleine Manfred. Und hier bin ich. Wir waren die einzigen jüdischen Kinder im evangelischen Kindergarten. Meine Mutter in katholischen Nähschule. Das spielte damals keinen Unterschied. Weiter. Und in Kippenheim gab es viele katholische Schwestern. Auf dem Münsterplatz in Freiburg sehe ich kaum Schwestern mit Haube. Aber so haben die Schwestern in Kippenheim ausgesehen. Und meine Mutter ging noch zu der Beerdigung von Schwester Primosa in Kippenheim 1937. Ja, die katholischen Schwestern gingen in jedes Haus und haben die Kranken gepflegt. Heute kommt der Rettungsdienst, ja, aber keine Schwester mehr. Weiter. Und mein Bruder und ich an einem jüdischen Feiertag, ähnlich wie Fastnacht, und wir waren als Charlie Chaplin angezogen. Kennt ihr Charlie Chaplin? Gibt es auch Filme von ihm? Das erinnert an einen jüdischen Feiertag in Persien, 3000 Jahre zurück. Königin Esther, wenn ihr schon von der Königin Esther in der Bibel gehört habt. Weiter. Und hier war ich als Junge viel krank, Husten, und meine Eltern haben mich zu einer Klinik in Bad Dürrheim gebracht. Ist das weit von hier? Bad Dürrheim? Ja, ich erzähle euch von badischer Geschichte, mehr als nicht von Amerika. Badische Geschichte. Weiter. Ja, und hier sind meine Eltern. Das ist schon, haben die Nazi-Gesetze angefangen gegen Juden. Juden dürfen kein Auto besitzen. Juden dürfen kein Radio besitzen. Kein Telefon für Juden. Juden dürfen keine Haustiere besitzen. Kann man sich vorstellen, so Gesetze im
demokratischen Bundesrepublik Deutschland heute? Nein, man kann sich das gar nicht mal vorstellen. Weiter. Und das war der jüdische Metzger in Kippenheim, seine Tochter. Das war an einem Sonntagmorgen. Diese Leute sind gar nicht die jüdischen Leute. Die haben sich fotografieren lassen. Aber die Tochter kam noch nach New York und hat die Tochter vom Metzger, und hat zwei Wurstgeschäfte eröffnet in New York, in Manhattan. Und man konnte badische Wurst dort kaufen. Wurst badischer Art. Ja, weiter. Und viele Kühe in Kippenheim. Und ich hatte Cousin in Erfurt, und die zwei Jungen kamen jedes Jahr auf Ferien nach Kippenheim von Erfurt. Das war ein langer Weg mit der Eisenbahn. Und sie wollten auf einem Fuhrwerk sitzen mit Heu. Ja, weiter. Und das ist die Verwandte von Erfurt. Der Kurt, der ist schon längst tot. Der Hans, der ist vor 3 Jahren gestorben. Ich bin der Einzige noch auf diesem Bild, der da ist. Der Vater war Mediziner. Und er wanderte nach Amerika aus, zuerst nach Texas, und dann ging er nach Ohio. Aber er konnte nicht als Arzt arbeiten, weil er nicht die englische Prüfung bestehen konnte. Dann hat jemand zu ihm gesagt, es gibt ein altes Gesetz in Ohio, du kannst auch die Prüfung auf Latein schreiben. Ja, Latein habe ich lange in Deutschland studiert, auf der Uni und im Gymnasium. Da hat er wieder hat die Prüfung bestanden auf Latein. Man weiß nie, wie eine alte, tote Sprache brauchbar wird. Wird hier auch Latein unterrichtet in dieser Schule? Ja, aber wenn jemand Latein oder alte Sprache, Griechisch, man weiß nie, wie es brauchbar wird. Weiter. Und das ist sämtliche jüdische Schuljugend in Kippenheim 1935. Wir hatten keinen Rabbiner, das war der Lehrer, Kantor, der kam aus dem Bodenseegebiet. Hier ist mein Bruder, hier ist der kleine Manfred, hier bin ich. Alle konnten noch aus Deutschland fliehen, nur zwei nicht, die wurden später getötet. Das war der Hans Durlacher hier und seine Schwester, die Gretel Durlacher. Aber alle konnten noch fliehen. Das war eine Ausnahme, dass die noch aus Deutschland fliehen konnten. Die Pia konnte noch auswandern. Die war Musiklehrerin. Sie lebt heute noch in New York, ist über 90 Jahre alt. Hier ist die Hertha, die Tochter von Metzger, die in New York 2 Wurstgeschäfte eröffnet hat. Ja, weiter. Und hier ist mein Bruder, hier bin ich, hier 2 Jungen, jüdische Jungen. Der Vater war Viehhändler, es gab viele jüdische Viehhändler und Pferdehändler in Kippenheim. Die Hälfte waren Viehhändler, mein Opa war Viehhändler, und die andere sind mit Stoff gereist, von Haus zu Haus, wie ich gesagt habe. Und diese 2 Kinder waren nicht jüdisch und wir haben miteinander gespielt, aber später war es verboten. Nicht verboten, aber man spielte nicht mehr mit anderen Kindern. Die Eltern von nicht jüdischen Kindern sagten dann, ja, gib Acht, wenn jemand von der Hitlerjugend erfährt, dass du mit jüdischen Kindern gespielt hast, wird es nicht schön werden. Ja, weiter. Es war eine Zeit des Terrors, ihr könnt euch kaum heute das vorstellen. Damals hatte mein Vater noch das Auto,
Und hinten auf dem Bild steht Herbolzheim. Ich weiß nicht, ob ihr schon von Herbolzheim. Das ist in der Nähe von Freiburg. Ja. Weiter. Dann gab es ein ganz hässliches Bild, Buch für Kinder meiner Zeit. Man hat das Buch Kinder für Weihnachten geschenkt oder für Geburtstage. Das hieß der Giftpilz. Das sollte Kinder gegen Juden hetzen, aufhetzen. Der Giftpilz hieß das Buch. Man kann es nicht mehr kaufen. Es ist nur in abgeschlossene Regale in einer Bibliothek. Und es sollte Juden als giftige Pilze darstellen. Kann man sich etwas heute vorstellen? Ja, wir werden nur ein paar Seiten davon sehen. Weiter. Und hier, dieser Junge zeigt in der Klasse, Juden haben lange Ohren, lange Nasen. Hier ist ein Affe. Juden, alle Juden sehen Affen ähnlich. So hat man Kinder gegen Juden aufgehetzt. Weiter. Und hier ein Junge zeigt seiner Mutter Pilze im Wald. Und die Mutter sagt, so wie Pilze giftig sind, so sind alle Juden giftig. Ja, so hat man Kinder gelehrt, beigebracht, andere Rassen, Religionen zu hassen. Gibt es das heute noch? Ja, es gibt es heute noch. Rohingya, die muslimische Flüchtlinge in Burma, werden ausgetrieben. Syrien, Sunni, und wie heißt die andere? Sunni und die andere muslimische Gruppe in Syrien. Ich meine, es gibt überall noch belgische Kongo. Leute werden getötet, weil sie einer anderen Volksgruppe zugehören. Was ich sagen will, ist, das hat nie aufgehört. Hass, Menschenhass gegen Menschenhass. Weiter. Und hier, wie mein Vater fast abgebildet, ein Mann, der Stoff verkaufen will im Schwarzwald an eine Bauernfrau, natürlich mit einem hässlichen Gesicht. Und das Bild will sagen, dieser Jude wird diese Frau betrügen. Das ist der Schwarzwald. Hier ist der Kachelofen. Hier hängen Strümpfe zum Trocknen. Hier ist das Kreuz in der Ecke. Die Nazis haben Propaganda sehr gut verstanden. Noch ein Bild. Hier dieser alte Mann mit hässlichem Gesicht spricht diese zwei Kinder auf der Straße an. Hier hat er Süßigkeiten in der Hand und sagt, ja, Kleiner, wenn du mit mir gehst, dann bekommst du noch mehr Süßigkeiten. Man kann sich vorstellen, was er mit den Kindern machen will. So hat man den Kindern Angst gemacht damals. In andere Länder werden ähnliche, vielleicht auch gegen andere Volksgruppen, ähnliche Bücher noch heute gedruckt, aber nicht in der demokratischen Bundesrepublik. Nächstes Bild. Ja, dann gab es in meiner Zeit sogar ein Würfelspiel, wie Mensch, ärgere dich nicht. Juden raus. Weiter. Hier steht, wenn du 6 Juden rausjagen kannst, dann bist du Sieger, ohne zu fragen. Dann bekommst du ein schönes Geschäft. Wenn ich in Freiburg auf der Straße bin, Franz-Josef-Straße, Kaiserstraße, Salzstraße, da sehe ich die kleinen Stolpersteine. Hier war ein jüdisches Geschäft. Und die Leute wurden ermordet. Ja, ihr könnt das selbst heute sehen, wenn ihr nach Freiburg kommt. Weiter. Und der Manfred und seine Eltern sind ausgewandert nach Amerika. Und das ist ein Bild aufgenommen vor der Auswanderung, als sie
nach Amerika reisen wollten. Ja, der Manfred ist größer geworden, ja. Vielleicht etwas dünner geworden, aber später hat er es eingeholt. Ja. Sagt man nachgeholt oder eingeholt? Ja, mein Deutsch habe viel vergessen. Ihr müsst mir helfen, korrigieren. Ja, weiter. Und so sah die Synagoge in Kippenheim vor der Zerstörung aus. Hier ist ein Kristallleuchter, ein Leuchter mit Kerzen, die 10 Gebote auf Marmor, auf Hebräisch. Und hier an diesem Schrank sind die 5 Bücher Moses, das Alte Testament. Vielleicht kennt ihr das, und gibt's auch, lernt ihr auch aus dem Alten Testament hier und das Neue Testament. Was denn die in der Bibel? Religionsklasse hier. Gibt es keine Religionsklasse? Was wird da, habt ihr da nicht von der alten biblischen Zeit gelernt? Auszug aus Ägypten, Jakob, Abraham, ja, und dann nach der Zerstörung dieser Synagoge, alle Synagogen wurden in Deutschland an einem Tag 1938 zerstört. Das geschah in jeder Stadt, in jedem Dorf. Das war alles von der Nazi-Partei geplant. Und jetzt sehen wir, wie die Synagoge aussah nach der Zerstörung. Hier liegen überall die Bänke und die zerfetzten Gebetbücher. Nichts mehr ist in diesem Schrank, wo der schwarze Vorhang hing. Kerzenleuchter ist auch nicht mehr da, kaum zu sehen. So sah es in jeder Synagoge aus. Ja, weiter. Und das war in der Synagoge in Baden-Baden. Und hier stehen die jüdischen Männer. Und hier ist die SS. Weiß jemand, wer die SS war? Ja. Steht für Schutzstaffel. Das war die Militär von der Nazi-Partei. Und alle fürchteten, nicht nur die Juden, sondern auch Christen. Deutsche fürchteten die SS. Haben die Leute einfach verhaftet in ein Konzentrationslager gesteckt, ob sie jüdisch waren oder nicht. Hier stehen sie in Uniform. Weiter. Und hier wieder SS. Und hier die jüdischen Männer, die kommen jetzt in ein KZ an diesem Tag, 1938, der 10. November. Leute sagen, ja, wir haben das nicht gesehen. Wir wussten nichts davon, aber hier steht die Bevölkerung. Man kann nicht sagen, sie haben nichts davon gewusst. Ihr könnt im Fernsehen sehen, manchmal die alte Dokumentar zeigen sie Filme von dieser Zeit. Ja, weiter. Und dann mussten Juden einen jüdischen Pass besorgen. Jüdisches ID, wisst ihr, was ID ist? Und dass man gleich wusste, die Leute sind Jude. Hier ist ein J, Jude. Und dann Christoph, 2, 3 vorwärts bitte, schnell, ja. Ja, hier ist das der Pass von der alten Oma. Hier ist der Stempel mit dem Hakenkreuz, Fingerabdrücke. Alle jüdischen Frauen mussten einen jüdischen Namen annehmen, dass man weiß, dass man wusste, sie waren jüdisch. Und alle Männer auch einen jüdischen Namen annehmen. Weiß jemand hier, wie die jüdischen Frauen dann denselben Namen erhielten? Sarah, richtig. Und die Männer? Wie hießen alle Männer dann? Israel. Ich hieß nicht mehr Kurt Meier, sondern Kurt Israel Meier. Ja, aber als ich nach Amerika auswanderte, brauchte ich das nicht mehr tun. Ja, weiter.
und wieder ein Familienbild. Meine Eltern lachen nicht mehr. Ja, nochmal zurück zu diesem Bild von der Oma. Ja, Fingerabdrücke. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo meine Mutter mich nach La brachte zur Polizei und bekam auch Finger fotografiert und Fingerabdrücke. Dann hat ein Beamter meinen Daumen genommen auf Tintenbrett und er hat mit seinen Fingernägel reingepresst, dass es weh tat. Das hat er aus Absicht gemacht. Ich war 8 Jahre alt. Wenige, was ich in Deutschland physisch gespürt habe, gepeinigt wurde. Sonst ist mir nichts geschehen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie er es so machte mit seinen Fingernägeln. Ja, weil jetzt zurück, zwei, drei Bilder. Ja, wir durften nicht mehr in die jüdische Schule, in die Volksschule Kippenheim gehen. Wir wurden ausgewiesen, mein Bruder und ich. Und wir mussten eine andere Schule finden. Da gab es eine jüdische Schule in Freiburg. Und wir machten einen Ausflug eines Tages. Hier ist die Dreisam, könnt ihr sie noch sehen? Ja, und das war die Gruppe von Schülern. Hier bin ich, hier die Lore Bloch von Schmierheim, mein Bruder. Drei haben den Krieg überlebt, die anderen wurden alle getötet. Sind nicht, schon längst nicht mehr da. Ja, weiter. Und noch ein Bild von dieser, von diesem Ausflug. Weiter. Ja, und das ist ein Brief an den Opa von Holland-Amerika-Linie. Es war keine Fluglinie, es gab kein Flugzeug nach Amerika. Und er wollte mit dem Schiff nach Amerika, aber das Geld fehlte ihm. Denn man wurde ausgeplündert, man hatte kein Geld mehr. Und er konnte nicht mehr auswandern, hat an die Reisegesellschaft geschrieben. Noch ein anderes Dokument, das nächste Dokument. Ja, hier mit dem Nazi-Stempel. Hier kann man sehen, Charlotte Sarah Meyer, mein Vater, Kaufmann Siegfried Israel Meyer. Man kann sehen, sie haben alle einen anderen Namen. Juden in ganz Deutschland. Ich hörte immer im Radio, überall sind Juden in Deutschland. Deutschland ist überjudet. Die höchste jüdische Bevölkerung in Deutschland war 1933, als die Nazis angefangen haben. Jetzt habe ich eine Frage für die Schüler hier, aber nicht für die Lehrer. Wer weiß, wie viele Juden, die Höchstzahl der Juden in Deutschland war 1933? Wer weiß das? Wer kann anfangen? Ja? Ja? Ich schätze mal 10 Millionen. Wie viel? Ich schätze mal 10 Millionen. 10 Millionen, ja? Wie, noch eine andere Zahl? Wie viel? Was hat er gesagt? Ich höre es nicht. Ja? Was sagst du? Also 10 Millionen Juden waren in Deutschland. Hat jemand noch eine andere Zahl? Die Höchstzahl der jüdischen Bevölkerung? Ja? 6 Millionen, sagt er. Die Höchstzahl der jüdischen Bevölkerung in der Geschichte Deutschlands 1933 war 500.000. Nicht mal 0,5%. Wie die Nazis, das zeigt, wie die Nazis alles übertrieben haben. Alles immer größer gemacht haben, als es wirklich war. 500.000. Ja, weiter. Dann kam der 22. Oktober 1940 und in ganz Baden wurden alle Juden verhaftet. Nur Baden, nicht Bayern, nicht Hessen. Nur Baden. Und hier in der Gegend sind wahrscheinlich auch am selben Tag Juden, wurden abgeholt von der Militär.
Und in Kippenheim gab es 4 Bilder. Es war verboten zu fotografieren. Deshalb gibt es nicht viele Bilder. Dieses Bild, Bilder, 4 Bilder von Kippenheim waren 1940 aufgenommen. Man hat dem Fotograf gesagt, sie dürfen es nicht veröffentlichen. Er ging nach Hause, hat den Film oder die Bilder dann in die Schublade gesteckt. Er ist gestorben. Seine Witwe hat sie 2002 gefunden. Dann hat sie jemand gesagt, ja, wir sind nicht zurückgeschlagen, gegen die Soldaten geschlagen. Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Dann sage ich, ja, der 007 hätte sich gewehrt. Ihr wisst, wer der 007 ist. Oder der Spider-Man wäre gekommen, hätte ihn niedergeschlagen. Das ist im Kino. Das war aber nicht möglich in Nazi-Deutschland. 1940, da gab es kein 007 und kein Spider-Man, nicht mal einen Superman. Ja, niemand hat geholfen. Weiter. Und dann kommt diese alte Frau auch auf dieses Militärlaster. Ja, man sieht hier den Stahlhelm wieder. Und dann der Mann kommt zunächst. Und dann gibt es noch ein Bild. Die alte Frau Marx und Herr Marx, die sind auch. Er hat nicht mal einen Koffer mitgenommen. Sie hat eine Handtasche und eine Wolldecke. Er hat nichts mitgenommen. Er glaubte, morgen Abend werden sie uns wieder nach Hause schicken. So glaubte er. Weiter. Hier ist unser Haus. Ihr kennt es noch mit diesen Steinen. Hier ist die Oma. Ihr kennt die Oma. Mit der Hut, Handtasche und Regenschirm. Und dann kommt der Opa. Und dann kommt mein Vater mit 2 Koffer, große Koffer. Und hier bin ich mit einer Schulmappe. Aber das waren keine Bücher drin, da waren warme Strümpfe und Pullover. So sind wir. In 2 Stunden ist das alles geschehen. Geschieht heute noch. Denkt an die muslimische Gruppe in Burma, ausgetrieben. Ja, Rohingya-Gruppe. Alles wiederholt sich in der Geschichte. Kann das noch passieren? Kann das wieder in der Bundesrepublik passieren mit anderen Gruppen? Ich glaube nicht. Die Zeiten sind anders. Wir leben in einer demokratischen Republik heute. Ja, weiter. Und so kamen wir da gab es 4 Züge und wir sind 4 Tage auf diesen Zügen gewesen und wir kamen nach Südfrankreich, nicht nach Polen, nach Frankreich. Es gab Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Welchem Jahr war das? Weiß das jemand von der Geschichte? Welchem Jahr? Wir wissen vom Ersten Weltkrieg, sogar Krieg 1870, der Zweite Weltkrieg, wann hat der angefangen? In welchem Jahr? Ja? 1939. Bitte? 1939 hat der Krieg angefangen. Was hat er gesagt? 1930. Ja? 39. Der Zweite Weltkrieg hat mit 1939 angefangen gegen England und Frankreich. Und dann ist die deutsche Armee gegen Frankreich eingedrungen. Blitzkrieg, habt ihr schon von dem Blitzkrieg gehört? Das ging so schnell. Und Frankreich war ein paar Monate besiegt. Frankreich war in 2 Teilen dann. Das Frankreich besetzt von deutschen Truppen und das unbesetzte Frankreich.
Wir waren in dem unbesetzten Frankreich, wo keine deutschen Soldaten waren. Und hier ist das Lager, das KZ, hier ist das Frauenlager, hier ist das Männerlager. Und wo waren wir? Fast an der spanischen Grenze, könnt ihr euch das vorstellen. Das Lager hieß Gürs, G-U-R-S, Gürs. Wir waren fast an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Das nächste Bild zeigt die Häuser besser, diese Holzbaracken ohne Heizung. Hier ist die französische Fahne, eine Gebirgskette zwischen Frankreich und Spanien. Wer weiß, wie diese Gebirgskette heißt? Geografiestunde. Ja, Gebirgskette zwischen Frankreich und Spanien. Wie heißt diese? Wird Geografie nicht unterrichtet in dieser Schule? Bestimmt. Ja, wer weiß das? Wie heißt das? Paul einfach schreiben. Pyrenäen. Pyrenäen. Das sind die Pyrenäen. Wir sind fast an der spanischen Grenze und es regnete jeden Tag, überall war Schlamm, Schlamm und Ratten, viele Ratten. Und viele Leute sind gleich gestorben, Lungenentzündung, andere Krankheiten, Seuchen, nicht genug zum Essen. Und ich wurde auch krank, war in einer Krankenbaracke. Und da war ein Mädchen von Deutschland, von Speyer, die Liesel Kling. Im nächsten Bild ist sie, noch mal ein paar weiter. Ja, hier ist die Liesel Kling und mit ihrer Mutter, das ist noch in Deutschland aufgenommen. Ich war krank und die Liesel war krank. Wir hatten eine Krankheit, die es heute gar nicht mehr gibt. Diphtherie. Hat jemand schon von Diphtherie gehört? Man bekommt Geschwüre im Hals. Und fragt eure Großmutter, ob sie schon von Diphtherie gehört hat. Sagt sie, ja, das war in meiner Kindheit, hat man das gewusst. Und wir beide haben die Krankheit überstanden und das einzige Souvenir, das ich von diesem KZ hatte, ist dieses Bild. Und die Mutter von Liesel hat hinten auf dem Bild etwas geschrieben. Ja, Liesel, 22.01.41. Ein kleines Andenken an die überstandene, könnt ihr lesen? An die überstandene Diphtherie, D mit Y, Diphtherie in Camp de Gurs, so hieß das Lager, Camp de Gurs, Liesel-Ruth Kling. Ja, jemand im KZ krank zu werden, noch das Überleben ist ein Wunder. Ja, weiter. Und das sind Bilder von einem Maler im Lager. Ja, so ein symbolisches Bild, das zeigt Verzweiflung, das kann man sehen. Stacheldraht. Ja, weil es gibt noch andere Bilder von einem anderen Künstler. Das sollte Briefmarken sein. Es sind keine richtigen Briefmarken, Spottbriefmarken. Hier, 60 Centim, 60 Cent. Stacheldraht, Vater, Mutter und Kind hinter dem Stacheldraht. Liberté heißt da und da steht Egalité. Da fehlt noch ein Wort. Weiß jemand? Ja? Kann ich nicht aussprechen, aber Fraternité. Fraternité, woher kommen diese drei Wörter? Ja? Das Motto von Frankreich. Ja, aus Frankreich, aus der Französischen Revolution 1790 und so weiter. Ja, Liberté, Egalité, Freiheit, Gleichheit,
Brüder, wie sagt man, Bruderschaft? Brüderlichkeit. Ja, das ist ganz ironisch gemeint. Das ist gerade das Gegenteil, meint der Künstler. Wir sind bald zu Ende. Wir gehen das Ende zu, dann könnt ihr nach Hause gehen. Kann man, könnt ihr oder müssen noch in der Klasse bleiben? Ich will euch nicht weiter peinigen mit langer Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Und noch andere Szenen von Goers und sogar ein französischer Gendarme oder Polizist in Goers mit dem Hut, die französische Polizei. Aber das ist auch ironisch gemeint. Der Künstler meint, wen meint der Künstler hier mit diesem Gesicht? Ja? Charles de Gaulle. Bitte? Charles de Gaulle. Ja, Charles de Gaulle haben viele Leute gesagt, das sieht Charles de Gaulle ähnlich. Aber es ist, wem sieht er ähnlich? Ja? Hitler, er soll als Hitler, als französischer Polizist darstellen. Richtig. Wenn Sie, wenn ihr de Gaulle sagt, habt ihr auch recht, denn viele Leute sagen das, er sieht ihm ganz ähnlich. Aber de Gaulle war gegen Nazi-Deutschland. So, das ist ironisch gemeint, als ob der Führer, der Hitler, der Polizist von diesem Lager ist. Hat es ganz ironisch gemeint, ja. Und meine ganze Familie konnte noch aus diesem Lager kommen. Wieso? Weil wir Verwandte in Texas hatten. Könnt ihr euch noch an Texas-Verwandte erinnern? Wir machten Kontakt mit Texas-Verwandten. Wenn ich sage Kontakt, Briefpapier. Wo bekommt man Briefpapier in einem Lager? Briefmarken. Alles wäre leichter gewesen, hätten wir was gehabt. E-Mail. 60 Jahre in der Zukunft. 70 Jahre. E-Mail. Handy rausziehen. Hallo, ist das Houston, Texas? Ja. Das ist alles in der Zukunft. Das ist wieder 007 hätte das gemacht. Aber so konnten wir noch, denn Amerika war noch nicht im Krieg, das war das, die Hauptsache. Amerika war erst ein Jahr später im Krieg. Und so konnten wir noch ein amerikanisches Visum bekommen. Wir sehen hier jetzt das amerikanische Visum. Weiter. Ja, hier ist das Visum von meiner Mutter. Passport von meinem Vater. Next. Ja, das ist mein Vater. Und dann meinem Bruder und ich. Ja. Und dann auf der Rückseite sind viele Stempel von der Behörde. Ich glaube 12 Stempel. Ohne diese Stempel kann man nicht Frankreich verlassen. Muslimische Flüchtlinge, die heute nach Deutschland kommen oder Europa, die wissen, was diese, die haben ähnliche Erfahrungen mit Stempel, ein Stempelkrieg. Denn ohne Stempel können sie nicht von Land zu Land reisen. Sie wissen was. Die Geschichte wiederholt sich. Alles war schon da und wird weiter so werden. Ja, noch ein paar Bilder zurück, Christoph. Ja, das sind auch Kinder, die in einem Nebenlager waren. Da kann man sehen, sie warten auf etwas zu essen. Es war keine Heizung. Sie haben Winterkleidung an. Und auch im nächsten Bild. Ja, Winter. Warten auf etwas zu essen. Und dann am Ende war das Bild von dem Schiff, wo wir nach Amerika kamen, ja, mit diesem portugiesischen Dampfer. Ein Dampfer von Portugal. Warum sind wir nicht mit einem deutschen Schiff gefahren, mit einem englischen Schiff? Mit QE2,
Das war Beauty to die große englische Luxus-Passagier, Loveboat. Ja, kennt ihr das? Also wer weiß, warum wir auf einem portugiesischen Schiff waren. Ja. Weil England und Deutschland im Krieg waren. Bitte? Weil England und Deutschland im Krieg waren. Weil England und Deutschland im Krieg war. Aber warum waren wir auf einem portugiesischen Schiff? Bitte? Weil die nicht im Krieg waren? Weil Portugal nicht im Krieg war. Es gab Länder in Europa, die neutral waren, die Schiffe hatten, und mit diesen Schiffen konnte man über den Atlantik fahren ohne U-Boot-Gefahr. Welche Länder waren neutral im Zweiten Weltkrieg? Wer weiß da? Ja? Schweiz. Die Schweiz, Portugal, Spanien, noch ein Land, Schweden. Ja, für diese Länder, die Schiffe von diesen Ländern konnte man reisen, aber alle anderen waren in Gefahr, U-Boot-Gefahr. Also, das ist die schnelle Geschichte, kurze Geschichte meiner jüdischen Jugend im Dritten Reich. Ganz schnell erzählt, kompliziert. Besetztes Frankreich, unbesetztes Frankreich, Verfolgungen, Pogrome, alle Synagogen zerstört, ist schwer zu begreifen. Ich versuche es so einfach zu erzählen wie möglich, aber es ist trotzdem schwer. Aber es gibt genug Bücher darüber. Ihr könnt in der Bibliothek ähnliche Bücher lesen von dieser Zeit, sogar Romane, Filme, Hollywood. Casablanca, wer hat schon von Casablanca den Film gehört? Klassischer Film, Humphrey Bogart. Casablanca erzählt auch von, wie die Leute nach Amerika kamen damals. Von Casablanca, wo wir auch waren, das habe ich ausgelassen, kamen nach New York. Casablanca gegenüber von Gibraltar Mittelmeer. Ich habe viel ausgelassen. Also, ich danke euch für das schöne Zuhören. Danke.